ich habe das Ding noch nicht probiert. Es ist jetzt mein erstes Mal, wo ich diesen Booster hier nehme. Hier öffnen. Bam. Alter, riecht der scheiße. Wir sind zurück bei unserem 21 Gramm Rice Pudding und somit willkommen, meine Damen und Herren, zu Es ist noch nicht vorbei, let's go again. Denn wir stehen in der Peak Week. Ja, der Wettkampf war vor 2 Tagen und wir sind schon wieder in der Peak Week für den nächsten Wettkampf. Und ja, das heißt, wir haben wieder kein Essen und ich kann mich mit dieser Portion Reispudding absolut nicht befriedigen. Wo ich mich aber mehr mit befriedigen kann, ist mit dieser Eiscreme, wo ich nicht warten konnte, das Video hier aufzunehmen und schon die Hälfte gegessen habe. Denn die habe ich gemacht im Geschmack Strobe Waffle. Das ist der neue Geschmack, der ist vor 2 Tagen oder so rausgekommen. Absolut geil ist die Special Edition von Wesley Vissers, dem Arnold Classic Champion, der bei der Olympia, mal schauen, wie er abschneidet. Ich bin sehr gespannt. Und der Flavor Powder, der in der Eiscreme ist, ist der hier. Mein absoluter Favorite Dark Cookie Sandwich. Black and White Cookie Sandwich meine ich. Naja, okay. Jetzt werden sich hier die morgendlichen Subs reingezogen. Das Daily wird sich geballert und das wird gegessen. Das ist nicht viel zu essen, aber ist trotzdem lecker. Naja, und die Bühnenfarbe, wie ihr seht, ist noch nicht allzu gut abgegangen. Mal gucken, ob ich die überhaupt vor dem nächsten Wettkampf wegkriege. Wenigstens dürfen wir noch ein paar Beeren essen. Das ist sehr, sehr lecker. Aber ja, viel kann man zu dem Meal eigentlich nicht sagen. Was aber absolut erwähnenswert ist, ist, dass wir aktuell die Olympia Week haben und ihr bei ESN mit dem Code Jeremy bis zu 35% sparen könnt auf die Bundles und auf Produkte allgemein bis zu 30%. Also ihr kriegt auf den Crank Pump Pro und der Crank Olympia, falls er noch verfügbar ist. Ich glaube zwar eigentlich nicht mehr, könnt ihr aber nachschauen oder ich blende es euch ein. 30% Rabatt. Aber zusätzlich, das was richtig geil ist, 25% auf diese Produkte hier. Darunter auch Isoclear, Designaway, Flexpresso, Kreatin. Also wirklich der geilste Shit mit dem Code Jeremy. Ja, das schmeckt auf jeden Fall. Und Real Talk an dieser Stelle, die Aktion ist wirklich krank. Also gönnt euch. Pre-Workout Me, let's go! Ich sage euch ganz ehrlich, dieses Fleisch sieht schon mal sehr geil aus als Pre-Workout Meal und wir haben jetzt als Pre-Workout Meal sogar ganze 30 Gramm Rice Pudding. Ja, es ist bodenlos, man kann nichts machen. Was ihr aber vielleicht jetzt gemerkt habt, was ihr gesehen habt, ist, früher hatten wir die Reiswaffeln, die wir gemacht haben. Einmal, weil ich mir gedacht habe, alles lohnt sich doch nicht, einen Rice Pudding zu machen für 30 Gramm Rice Pudding. Es ist schon sehr traurig, aber es lohnt sich trotzdem. Der Rice Pudding ist so geil und ich habe einfach viel mehr davon als von 3 Reiswaffeln. Ja, und ja, by the way, Johannes hat mir nach dem Wettkampf nochmal die Kalorien gekürzt. Darum sind es jetzt 30 Gramm Reis, beziehungsweise ich darf Reis, Reiswaffeln oder Rice Pudding, weil es halt aufs Gleiche rauskommt, essen. Und davor hatten wir 35, nochmal eine Woche davor hatten wir 40 und irgendwann zu den guten alten Zeiten hatten wir noch mehr. Naja, egal. Das Fleisch ist trotzdem sehr, sehr, sehr lecker und darauf habe ich Bock. Und passend zu dem Rice Pudding, welcher ungefähr so groß ist wie mein kleiner Finger, habe ich einen überdimensional großen Löffel, womit wir den proportional genießen können. Und ja, ich mache mir hier einen Rice Pudding. Nicht süß, sondern das ist nur Rice Pudding ohne Design Away, ohne Whey Dip, ohne irgendetwas. Denn ich esse das Ganze mit dem Fleisch und ich finde das einfach geil. So, ihr könnt selber auch mal ausprobieren. Viele würden jetzt sagen, das ist weird oder so, aber ist mir eigentlich egal, weil mir schmeckt. Und es ist schneller gemacht als normaler Reis. Also, naja. Wir machen das ein bisschen noch zu schick. Und wir gehen jetzt dann gleich in ein fettes Rückentraining, worauf ich sehr Bock habe. Denn wir müssen nur mal ballern, denn es ist wieder das letzte Rückentraining vor dem Wettkampf. Naja, wir stehen ein paar Tage vor dem nächsten Wettkampf. Ja, ja. Es ist aktuell wirklich sehr wichtig in dieser Phase zwischen dem Wettkampf, den wir gemacht haben und dem Wettkampf, den wir jetzt dann gleich machen, dass das Training wirklich stimmt, dass es ein gutes Training ist. Weil in genau dieser Phase ist man am anfälligsten darauf, Muskeln zu verlieren, weil der Körperfett sehr
gering ist, die Kalorien sehr gering sind und dann kein Training einen wirklich, wirklich schnell Gains kosten kann. Und daher muss das Training gut werden und das Training wird gut. Mit ganzen 30 Gramm Rice Pudding als Pre-Workout. Nee, aber wir haben heute den Crank Olympia 2.0 als Pre-Workout. Also das Training wird so 100% geil. Weil der Original, viermal probieren zu sagen, jetzt schaffe ich's. Weil der Original Crank Olympia von letztem Jahr, der war schon so geisteskrank. Und der zweite muss ich nochmal einen drauflegen. Also ich habe extrem hohe Erwartungen und ich habe richtig Bock aufs Training heute. Ich habe wirklich Bock aufs Training. Ich weiß nicht, wie ich überhaupt Bock aufs Training habe, weil ich habe so wenig Kalorien. Aber irgendwie ist trotzdem vielleicht noch vom 800 Gramm T-Bone Steak Post-Show-Meal die Energie noch da. Naja, wahrscheinlich habe ich noch ein bisschen Energie vom Carb-Loading, weil vor dem Wettkampf hatte ich ja Kohlenhydrate. Keine Ahnung. Aber ein bisschen ist noch da. Ich habe das Ding noch nicht probiert. Es ist jetzt mein erstes Mal, wo ich diesen Booster hier nehme. Hier öffnen. Bam. Oh, Alter, riecht der scheiße. Oh, das tut mir weh in der Nase, allein der Geruch. Fuck. Boah, das wird heavy. Ui, er brennt mir in meinen Augen. Also ich habe schon mal das Gefühl, was steht hier für ein Geschmack? Grizzly Punch. Oh, ich habe so das Gefühl, der wird absolut beschissen schmecken. Riechen tut er richtig kacke. Gibt's einen guten Pop? Alter, das war ein geisteskranker Pop. Crank Olympia Pop Approved. Aber er schmeckt nicht mal er schmeckt geil. Alter, der schmeckt wirklich geil. Er brennt mir im Hals, ist ultra scharf. Und es tut schon halb so ein bisschen weh. Also für dieses Ding ist nicht Pussy Approved. Für alle Pussys unter euch, holt euch den bitte nicht. Ihr werdet ihn nicht runterkriegen. Ihr werdet es nicht nehmen können. Und ihr werdet die Wirkung auch nicht aushalten. Also deswegen ein Hardcore-Booster, nochmal angemerkt, das ist ein Hardcore-Booster. Der ist nichts für Schwache, also ihr werdet den nicht mal trinken können. Aber ich bin keine Pussy und ich kann den trinken. Ich bin krass, ich kann Boost. Yeah. Okay, wir lassen es. Prost. Junge, ich habe noch nie mal mit dem Training angefangen und meine ganze Fresse juckt schon alles von diesem Booster. Alter! Oh, das ist crazy. Das ist crazy.
Also mal Real Talk an dieser Stelle. Alle sagen zwar, wenn man ein tiefes Körperfett hat, dann hat man Body Dysmorphia, fühlt sich viel zu fett, fühlt sich zu dünn, was auch immer. Nee, Alter, ich habe gar nichts davon. Ich fühle mich einfach nochmal verfickt geil. Es fühlt sich unglaublich gut an, in den Spiegel zu gucken. Ich bin einfach unglaublich glücklich zufrieden mit meiner Physik und ich schätze das einfach, wie ich aussehe. Also ich weiß nicht, ob es nur mir so geht. Und es gibt sicher Leute, die fühlen sich zu dick, zu dünn oder was auch immer, wenn sie ein tiefes Körperfett haben und geisteskrank aussehen. Aber ich habe das 0,0. Ich fühle mich einfach nur gut, wenn ich in den Spiegel gucke. Ich habe es ja schon öfters gesagt, mein Alltag mit so einem tiefen Körperfett ist nicht geil, es macht keinen Spaß. Aber die Form ist ungelogen. Ich könnte einfach 20 Minuten in den Spiegel reingucken, geradeaus, und einfach sagen, Alter, bin ich geil. Das hört sich jetzt abgehoben an, aber ihr müsst das in Relation sehen zu dem, was ich reingesteckt habe, um diesen Körper zu erreichen. Und dann, finde ich, ist es einfach nur das Richtige, das zu schätzen, das Richtige, in meinen Spiegel zu gucken und zu sagen, Alter, bin ich geil. Und das ist nicht irgendwie abgehoben, das ist nicht irgendwie Ding. Also ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, findet ihr das von mir irgendwie so selbstverliebt oder irgendetwas, oder findet ihr das valid? Ja, schreibt's gerne in die Kommentare. Aber scheiß drauf, weiter geht's mit dem Training. Jetzt kommt nämlich Bizeps. Und mir fällt erst jetzt gerade auf, ihr merkt es an meiner Energie, was für einen Energiepush ich habe. Dieser Crank Olympia. Bam! Bam! Das Ding ist geisteskrank. Ich glaube, ich hatte seit meiner Diät hatte ich noch nie so viel Energie. Normalerweise benutze ich ja nur den Crank Pump Pro, ihr wisst, einfach weil ich mir nicht zu viel Koffein immer reinhauen will, darum einfach Crank Pump Pro, guter Pump Booster, passt alles. Aber jetzt dieser Crank Olympia 2. Wow. Yeah. Let's go. There's not a man that I fear. There's nobody here that can stop me. Cause I'm in a league of my own, kid. Y'all can just sit back and watch me. They know who I am, they can't imitate. Don't stay in your lane, I'ma set it straight. I'm putting my way to the top. You get in my way, you know that I'ma renovate. You know I'm about to lock it. All my monster they was looking for just like the Loch Ness. Lickin' they gon' knock me out the throne, they better stop it. They can never reach me where I'm at, I'm in a rocket. Cockpit. In other words, you can't touch me. It's like I got the ball and it's rubbing. And you won't see me when I'm coming through. You can't stop me, I'm running through. I'm untouchable, yeah, 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 I'm untouchable, yeah. Fees fight for fun, I'm the giant that they running from. Taking shots, I think they jump the gun. If they go against me, then they done. You cannot handle this. I don't think you can pay for the damages. No. I don't want it's gonna be a first place. You gon' need first aid. Think you need bandages. Whoa. You know I'm about to lock it. All my monster they was looking for just like the Loch Ness. Lickin' they gon' knock me out the throne, they better stop it. They can never reach me where I'm at. I'm in a rocket. Cockpit. In other words, you can't touch me. No. It's like I got the ball and it's rubbing. And you won't see me when I'm coming through. You can't stop me, I'm running through. I'm untouchable. Yeah, I'm untouchable. Und das war's mit dem Training. Ich muss, glaube ich, nicht sagen, dass es absolut geisteskrank geil war. Richtig Spaß gemacht hat. Der Pump ultra wild ist. Und ja, die Form einmal nur BÄM. Krass. Wirklich krass. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass das Training heute gut, überhaupt gut wird. Ich bin euch ganz ehrlich, ich bin absolut geflasht. Das Training war crazy gut. Der Pump, Alter. Guckt euch den Bizeps-Peak mal an. Guckt euch die Scheiße mal an. Okay, das ist krass. Aber jetzt Posing.
Es ist für mich immer noch unbeschreiblich, wie gut Brokkoli schmeckt, beziehungsweise wie gut Brokkoli schmecken kann im Gegensatz zu, wie es mir früher geschmeckt hat, weil ich habe früher gar kein Brokkoli, ich habe noch nie Brokkoli irgendwie gegessen, irgendwie wo ich 10 war, meine Mama mich dazu gezwungen hat, ja, das ist gesund und mag ja viele Muskeln und so, was Brokkoli mag keine Muskeln. Ich habe das nie gegessen, weil ich einfach absolut nicht gern hatte und jetzt freue ich mich unglaublich, wenn ich ein bisschen Brokkoli in meiner Mahlzeit habe. Dass diese Prep mit meinen Geschmacksknospen gemacht hat, ist krank. Aber eigentlich wollte ich mit euch nicht über Brokkoli reden, sondern über die zukünftigen Wettkampfpläne, denn die WNBF UK war nicht der letzte Wettkampf, den wir gemacht haben. Ja, es war mein erster und er war geisteskrank und die Erfahrung werde ich nie in meinem Leben vergessen. Werde ich nie vergessen. Es war richtig geil. Aber in nur ein paar Tagen steht schon der nächste Wettkampf an und auch das ist nicht der letzte. Wir machen nämlich noch zwei Wettkämpfe, nämlich die INBA Budapest und die SNBF in der Schweiz. Die SNBF in der Schweiz wollte ich eh machen, weil es halt auch ein nationaler Wettkampf ist und ich als Schweizer muss da mitmachen. An der GmbF starte ich nicht, da ich keinen deutschen Pass habe und somit nicht teilnehmen darf. Aber wenn ich Schweizer bin und meine Mutter Deutsche ist, nö, darfst du nicht mitmachen. Du hast keinen deutschen Pass. Unnötig, aber egal. Der nächste Wettkampf ist eben die INBA in Budapest und da fliege ich schon in 3 Tagen mit meinem Dad hin und ich freue mich da unglaublich drauf. Viele von euch werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, ey, wieso machst du jetzt noch einen Wettkampf und dann noch einen Wettkampf? Einfach, weil ich Bock drauf habe. Der harte Teil ist nämlich nicht der Wettkampf dann selber, sondern diese Wettkampfdiät und ich habe eigentlich praktisch keinen extra Aufwand. Natürlich noch 2 Wochen extra Diäten für diese extra Wettkämpfe. Und ich habe schon so viel halt in diese Wettkampfdiät reingesteckt für diesen einen Wettkampf. Und jetzt der Added Input, also Arbeit, die ich zusätzlich reinstecken muss, um diese 2 weiteren Wettkämpfe zu machen, ist im Gegensatz so gering, dass es einfach keinen Sinn machen würde, nur einen Wettkampf zu machen. Darum machen wir noch 2 weitere. Und ich habe einfach Bock, nochmal auf einer Bühne zu stehen, nochmal mich zu präsentieren. Plus an der INBA, also am nächsten Wettkampf, starten wir in 3 Klassen. Wir sind ja jetzt in Bodybuilding gestartet, in der Teamklasse Bodybuilding. Und an der INBA starten wir zum Bodybuilding, auch in der Classic Physik und der Men's Physik. Einfach, weil ich es mal ausprobieren will. Weil wieso nicht? Viele von euch haben ja auch gesagt, dass sie mich eher in der Classic Physik und in der Men's Physik sehen. Ich persönlich sehe mich auch gar nicht im Open Bodybuilding, weil ich einfach nicht das Bedürfnis habe, so ein Massemonster zu werden. Und wenn man das Bodybuilding ja richtig macht, dann macht man das mit Steroiden und in der Open ballert man nochmal viel, viel, viel mehr wie in der Classic oder Men's Physik. Und das Ganze macht dann natürlich auch nochmal viel ungesünder und klein und viel mehr Jahre von seinem Leben. Ich werde gar nicht ins Open Bodybuilding überhaupt gehen. Müssen eigentlich nur die 2 anderen Klassen überhaupt eine Option. Aber an der WNBF, wo wir waren, gab es gar keine Classic oder Men's Physik für Teenager. An der INBA auch nicht. Das heißt, ich starte gegen Erwachsene. Die können 30, 35 Jahre alt sein. Und das ist schon heavy. Ich habe es mir 2-mal überlegt, ob ich mich jetzt wirklich anmelde. Aber ich bin euch ganz ehrlich, ich habe mir immer gedacht, wieso nicht? Scheiß drauf. Dann stehe ich neben dem 35-Jährigen, der 4-mal so breit ist wie ich. Juckt nicht. Ich mache es für mich. Ich mache es, weil ich geil finde. Ich mache, weil ich Bock habe. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich habe richtig Bock auf diese 2 weiteren Wettkämpfe. Und ich hoffe, ihr habt auch Bock auf diese Wettkämpfe. Denn, ja, es wird geil. Wäre auf jeden Fall geil. Ich habe aber hier noch Brokkoli. Was ihr aber hier bei meiner Mahlzeit auf jeden Fall nicht gespottet habt, sind Kohlenhydrate. Kein Gramm Reis. Schmackofatz. Was ich an dieser Stelle auch nochmal sagen muss, irgendwie diese Phase aktuell fühlt sich nicht echt an. Ich fühle mich gerade aktuell in meinem Leben gar nicht echt. Es liegt an mehreren Faktoren. Erstens diesen Wettkämpfen, dieser Diät, dann auch noch die ganzen Kommentare, der Support von euch. Es fühlt sich einfach nicht echt an. Mein Gehirn kommt dann noch nicht ganz drauf klar. Auch, dass ich in irgendwie 3 Tagen oder so bin ich in Ungarn an dem nächsten Wettkampf. Und es ist einfach, ich komme noch nicht ganz drauf klar. Ich bin nicht ganz ehrlich, ich komme noch nicht ganz drauf klar. Aber ja, somit sehen wir uns im nächsten Video in Ungarn. Peace out.